Die meisten Menschen halten sich entweder für den Körper, also im Prinzip für ein materielles Objekt, oder sie halten sich für den Denker. Das ist im Prinzip ein geistiges Objekt. Oder sie halten sich für Attribute des Körpers oder des Geistes. Zum Beispiel, wenn sie annehmen, ich bin besonders schön oder ich bin besonders klug. Die Substanz des Ichs scheint daher entweder materieller oder geistiger Art zu sein. Die vorigen Experimente haben daran wahrscheinlich schon einige Zweifel geweckt. Im folgenden Experiment, und ich halte es durchaus für eines der wichtigsten Experimente im gesamten Seminar, möchte ich die Substanz dessen finden, was wir tatsächlich normalerweise meinen, wenn wir Ich sagen. Ich möchte ergründen, was unserem Leben tatsächlich so etwas wie Dauerhaftigkeit verleiht. Und dazu aber zunächst mal eine kurze Vorbetrachtung. Erinnern Sie sich dazu zum Beispiel an Ihre Kindheit oder an eine Zeit, die zumindest einige Jahre zurückliegt. Egal an was. Das genaue Geschehen ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist, Sie waren damals in einer vollkommen anderen Lebenssituation. Sie hatten eine andere Lebenseinstellung, andere Wünsche, andere Interessen, andere Gefühle und ich vermute mal, Ihr Körper sah auch irgendwie anders aus. Stellen Sie sich folgende Fragen. Gibt es trotzdem etwas, das das damalige Erleben mit dem verbindet, was Sie jetzt im Augenblick zu sein glauben? Was ist das genau für eine Erfahrung? Was ist das, was unverändert erhalten geblieben ist? Erleben wir nicht alles unter dem Eindruck, dass wir als Ich jetzt hier anwesend sind? Dass es sozusagen dasselbe Ich war, das die damalige Situation erlebt hat und das jetzt erlebt? Was gerade passiert? War der Ich-Eindruck oder die Ich-Gewissheit? Ich sage gerne Ich-Gewissheit, weil es ist eigentlich mehr als ein Eindruck oder ein Gefühl. War diese Ich-Gewissheit vor 10 Jahren eine andere als heute? Hat die Ich-Gewissheit überhaupt ein Alter? Fühlen Sie sich heute tatsächlich älter als vor 5, vor 10, vor 20 Jahren? Nein. Ich vermute, Sie fühlen sich heute wie damals als der gleiche Mensch, als das gleiche Ich. Was ist es aber dann, was in Ihrem Leben unverändert erhalten geblieben ist. Ihr Körper? Ihr Geist? Nein. Aber was ist es dann? Das möchte ich im Folgenden durch die aufmerksame Betrachtung all unserer Wahrnehmungen langsam ergründen. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch auf Rupert Spira verweisen, einem englischen spirituellen Lehrer, der mich zu dieser Betrachtung inspiriert hat. Dazu möchte ich nacheinander unsere Gedanken, dann unsere Körperwahrnehmung und schließlich unsere Sinneserfahrungen näher betrachten. Anfangen möchte ich mit den Gedanken. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Geist, auf Ihre Gedanken, was eben gerade auftaucht und stellen Sie zunächst fest, die Gedanken werden immer bezeugt. Sie nehmen wahr, was Sie gerade denken. Wer oder was hört,
oder sieht denn die Gedanken? Was immer es ist. Wir nennen es normalerweise Ich. Das ist genau das, was wir meinen, wenn wir Ich sagen. Denn wer außer uns sollte denn von unseren Gedanken wissen? Fragen Sie sich als Zweites, wie lange dauert denn ein Gedanke? Dauert er eine Minute, eine Sekunde oder ein Bruchteil einer Sekunde? Nun, völlig egal, wie lange er dauert, eines ist sicher, er ist auf jeden Fall endlich. Gedanken ändern sich. Wir empfinden, wir sehen, wir spüren, wir nehmen einen Gedankenfluss wahr. Gedanken, die sich ständig ändern. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage. Ändert sich mit diesen Gedanken, mit diesem Gedankenfluss auch unser Ich-Gefühl, unsere Ich-Gewissheit? Wenn das so wäre, dann würde mit dem Verschwinden eines Gedankens ein Teil von uns mitgenommen werden. Und mit einem neuen Gedanken käme ein Teil von uns hinzu. Entspricht das unserer Erfahrung? Nein, das Ich verschwindet nicht mit den Gedanken. Das heißt, das Ich ist definitiv kein Gedanke. Es ist das, was die Gedanken erfährt, wahrnimmt, bezeugt, aber es ist selbst nicht aus Gedanken gemacht. Wenden wir uns als Zweites unseren Körperempfindungen zu. Zum Beispiel der Druck unter den Fußsohlen. Stellen Sie fest, dieser Druck wird jetzt in diesem Moment bezeugt. Aber wer spürt, wer bezeugt den Druck? Was immer es ist, wir nennen es Ich. Es ist genau das, was wir meinen, wenn wir Ich sagen. Denn wer sonst außer uns spürt in diesem Augenblick diese Körperempfindung? Wir sagen ja auch, ich spüre die Füße. Ich spüre meinen Körper, ich habe Kopfschmerzen. Fragen Sie sich als Zweites wieder, wie lange eine solche Körperempfindung andauert. Sicherlich länger als ein flüchtiger Gedanke, aber auch Körperempfindungen sind ja mit Sicherheit endlich. Und damit jetzt wieder die entscheidende Frage. Ändert sich mit unseren Körperempfindungen auch unser Ich-Gefühl? Probieren wir es aus. Drücken wir zwei Hände aneinander, reiben die Hände aneinander und lassen dann wieder los. Hat sich dadurch etwas von Ihrem Ich-Gefühl, Ihrer Ich-Gewissheit verändert? Mit Sicherheit nicht. Das heißt also, das Ich ist auch keine Körperempfindung. Es ist dasjenige, was die Körperempfindung erfährt, bezeugt, wahrnimmt. Aber es ist selbst definitiv nicht aus Körperempfindung gemacht. Als Drittes möchte ich mich den Sinneswahrnehmungen zuwenden, die uns Informationen über unsere Umgebung liefern. Konzentrieren Sie sich zum Beispiel auf irgendein Geräusch, das eben gerade in Ihrer Umgebung erklingt. Fragen Sie sich, wer bezeugt dieses Geräusch? Wer hört es? Wer nimmt es wahr? Nun, wir sagen dazu normalerweise ich. Wer sonst hört in diesem Moment, in dieser Weise, dieses Geräusch?
Ich höre Musik. Ich sehe den Tisch. Ich rieche den Duft in der Luft. Fragen Sie sich als Zweites, wie lange in diesem Fall das Hören, dieses Hörereignis dauert. Klar, je nach Geräusch ist dieses Hörereignis unterschiedlich lang. Aber es ist auf jeden Fall endlich lang. Der Eindruck, den wir von der Welt haben, ändert sich ständig. Aber ändert sich mit der Wahrnehmung auch unser Ich-Gefühl? Schließen Sie die Augen. Fassen Sie irgendeinen Gegenstand an, zum Beispiel den Tisch vor sich. Spüren Sie den Druck unter Ihren Händen. Lassen Sie den Tisch dann wieder los und öffnen Sie die Augen. Hat sich dadurch etwas an Ihrer Ich-Gewissheit geändert? Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie liegen in einem Wassertank, der mit Salzwasser gefüllt ist. Die Temperatur des Wassers ist so eingestellt, dass Sie sie im Grunde überhaupt nicht spüren können. Außerdem ist es stockdunkel und es ist vollkommen still. Wäre in diesem Zustand der Schwerelosigkeit, der Reizlosigkeit, Ihr Wissen von Ihrem Ich in irgendeiner Weise eingeschränkt? Würde Ihrem Ich etwas fehlen? Vermutlich nicht. Das bedeutet, das Ich ist auch keine Sinneswahrnehmung. Es ist das, was die Sinneswahrnehmungen bezeugt, wahrnimmt, erfährt. Es ist aber selbst nicht aus Sinneswahrnehmung gemacht. Das heißt, ich denke, die Betrachtungen haben Folgendes eindeutig gezeigt. Wir sind weder Gedanken noch Körperempfindungen und auch keine Sinneseindrücke. Wir sind dasjenige, das die Gedanken, die Körperempfindungen und die Sinneswahrnehmungen bezeugt, wahrnimmt, erfährt. Aber wie könnten wir das nennen? Bezeugen heißt, von etwas zu wissen, etwas zu erfahren, sich dem von Vorhandensein von etwas bewusst zu sein. Demnach wäre das Ich nichts anderes als das bezeugende Bewusstsein. Wenn ich Ich sage, dann meine ich im Grunde immer mein bewusstes Sein. Die Erfahrung, bewusst zu sein, ist die einzige unveränderliche Erfahrung. Sie war vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren in gleichem Maße vorhanden. Überprüfen Sie diese Tatsache für sich selbst. Überlegen Sie nochmal. Sind Sie tatsächlich Ihre Gefühle? Beziehungsweise sind Ihre Gefühle dauerhaft? Sind Ihre Interessen dauerhaft? Sind Ihre Überzeugungen dauerhaft? Finden Sie außer der gegenwärtigen Erfahrung, hier und jetzt bewusst zu sein, irgendeine andere Erfahrung, die dauerhaft wäre? Vermutlich nicht. Es sind also nicht unsere körperlichen und geistigen Eigenschaften, und es sind auch nicht unsere Zuschreibungen, ich bin dies, ich bin das, die uns unveränderlich erhalten bleiben, die uns ein Gefühl von Dauerhaftigkeit und von Identität vermitteln. Alle diese Merkmale sind vorübergehend. Wir werden sie alle irgendwann einmal verlieren. Was uns ein Gefühl von Unvergänglichkeit verschafft, kann logischerweise selbst nichts Objektartiges, nichts Gegenständliches sein, sondern es ist dasjenige,
was um die Objekte weiß. Und das nennen wir Bewusstsein. Ich bin also das bezeugende Bewusstsein und bilde den ganzheitlichen, kontinuierlichen Hintergrund aller Erfahrungen. Und ich bleibe immer dauerhaft erhalten und ich bleibe immer unberührt, intakt. Die Gewohnheit, uns selbst als ein Objekt aufzufassen, ist allerdings extrem stark. Deshalb möchte ich im dritten Teil des Seminars mit den nächsten drei Experimente das Thema Bewusstsein weiter vertiefen und langsam die Eigenschaften von Bewusstsein ergründen.